Bau gerade eine Sauna. Musste gerade nach Saunabildern googeln, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob alles aus Holz war oder nur die Sitzbänke. Ist alles aus Holz. Ne, und da geht es natürlich jetzt noch weiter. Da frage ich mich dann wirklich, ob die Japaner wirklich so drauf sind. Weißt du, weil manchmal siehst du ja in manchen Filmen sowas wie, wie bei Tokyo Drift, dass die eigentlich eher solche Hardcore-Typen manchmal sein können. Das sind ja alles bloß Filme, wie man sagt, ne? Aber... Weißt du, dieses Kartell gibt's da wirklich, ne? Dass dir voll die Fresse zusammenschlägt. Yakuza? Ja. Ja. Das ist sicher, es wird die Mafia. Yakuza ist die japanische Mafia. Ja, eben. Voll krank, die Typen. Die japanische Mafia, weil ich meine, Mafia direkt ist ja auch eine Institution. Italienische Mafia heißt einfach nur Mafia. Ja, ne, das Ding ist eben halt bloß, es wird in vielen Filmen eben halt so dieses alles verklärt, selbst die Schwangerschaft und dieses glückliche Liebesgetue und was weiß ich, was es noch für einen Scheiß gibt, weißt du, so, ach ja. In Wirklichkeit reißt dir die Frau den Kopf ab. Na, darum geht's jetzt nicht, es geht alleine um dieses Thema, man sagt ja immer so, ja, man findet so seine Freundin und dann bleibt man, also, wenn man sich richtig verliebt, dann bleibt man auch sein Leben lang da und da denkt man sich so, hast du mal die Weiber heutzutage auf der Straße angeguckt? Wenn du in irgendeinem Film ein süßes Mädchen siehst, was ein bisschen Angst hat, ist das so eine schüchterne Süße, wo du dann so denkst, oh ja, das ist ein super Mädel. Und da guckst du auf die Straße und denkst dir dann so, ja. Ja, also meine beste Freundin, also die hat schon den Typen auf die Schnauze gehauen. Und die anderen Mädels alle, ich meine, klar, irgendwo sind sie ein bisschen schüchtern gegenüber, aber Scheiße, Alter, haben die ein großes Maul. Es ist so heutzutage echt übel. Ja, deswegen ja, ich frage mich, warum die dann nicht einfach sozusagen mal ein bisschen das Echte zeigen. Weil dieser Film sich nie verkaufen würde. Ich mag meine Frauen aber ein bisschen. Ja, deswegen. Ich auch. Aber ich mag daran, dass der jetzt furchtbar feige wird. Bei mir ist es eher so, ich mag die wilde Art. Hi Hase. Tschüss Hase. In meinem Fall wäre ich eher das schüchterne Mädchen aus dem Anime. Ja, aber ist auch umgekehrt, wo die Männer schüchtern sind und die Frauen müssen sie erobern. Ja, das heißt dann Mirai Nikki und der Typ heult die ganze Zeit. Dafür schlachtet die Frau die ganzen Typen dafür ab. So extrem muss das jetzt nicht sein. Können wir es ein bisschen mehr mittelmäßig haben? Achso, warte, das Anime, da gibt's nichts Mittelmäßiges. Doch, doch. Also bei Anime findest du alles. Aber ich find's eben halt immer so wieder witzig, wenn jetzt nicht nur Anime, das ist mir gestern bloß bei den Anime eben halt aufgefallen, dass die Freundin eben halt mit ihren 19 Jahren, glaube ich, war sie so, 18, 19 Jahren, ihren Vater mit knallrotem Gesicht und peinliches Gehabe, dass sie sagen musste, dass sie mit ihrem Freund wirklich geschlafen hat und deswegen jetzt schwanger ist. Und ich denke mir so, in deinem Alter hätte das Mädel von nebenan bestimmt schon 5 Kinder gehabt. So diese Verklärtheit, weißt du, dieses, ach ja, alles ist so hübsch, alles ist so schön, jeder hilft so gegenseitig. Das Geilste, das kommt aus Japan, wo das legale Alter, um Sex zu haben, 13 Jahre ist. Was? Auf nach Japan. Das ist so, da ist Österreich schon ein Top-Kandidat mit 14 Jahren, ne? Aber nee. Echt, ihr dürft mit 14? Dürft ihr auch. Ja, ja. Mit Einwilligung der Eltern doch. Das Legale ist ab 14. Die Einwilligung der Eltern ist relativ... Nee, es stimmt. Also bei uns darf man nur mit 14 mit Einwilligung der Eltern. Weil wenn du einfach so mit nur 14-Jährigen schläfst und die sagt nie oder sagt ja, okay, und sagt danach, nee, ich wollte das nicht, der hat mich gezwungen, kann sie dich locker verklagen, weil du ja vorher nicht mit den Eltern geredet hast. Gut, dass ich bis jetzt immer nur welche hatte, wo die Eltern so waren, hey, willst du dir heute Nacht knallen? Hä? Ich geb dir meinen Segen. Und du stehst neben dem Vater und denkst dir so, Alter, was bist du für ein gechillter Typ? Ja, bei mir war eher immer so das Ding, ich war der Lieblingsfreund von den Eltern. Weißt du, wie scheiße, also sagen wir es mal so, ich bin immer so übelst schüchtern, wenn ich die Eltern von meiner Freundin kennenlerne.
Und dann tue ich da nicht immer so ein übelst auf cool oder sonst was, sondern ich bin so arschfreundlich, dass ich selbst frage, wenn ich den ersten Tag da zu Besuch bin, ob ich mit beim Abwaschen helfen soll. Das mache ich immer aus reiner Höflichkeit, weil ich so erzogen wurde. Ich habe gerade gesucht. Sexualstrafrecht, ja? Also, Inzest ist verboten, ja? Ach nee. Kriegst du bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, ja? Außer bei Geschwistern unter 18 Jahren. Weißt du? Oder wenn der junge Sohn zum Beispiel seine Mutter verführt, ist es für den Jungen straffrei, aber für die Mutter nicht. Unter 18 ist Inzest straffrei. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz ist es unter 20 sogar noch. Da frage ich mich eher, warum sollte ich meine Mutter verführen? Das wäre die Frage, die ich mich dann stellen würde. Oh nein, hier steht nichts über. Also hier steht überhaupt nichts über von wegen, du brauchst die Einwilligung der Eltern. Allgemein unter 14 Jahren ist scheiße. Außer, warte, hier steht Ausnahme ist ein echtes Liebesverhältnis. Mit bis zu 13 Runde. Ja, bei maximal 18 Jahren vom anderen Partner, ja. Also 18, 13 ist gerade noch so legal, ja. 19, 13 wäre es nicht mehr. Aber ab 14 ist freie Fahrt, ja. Österreich auch 14, Deutschland 14, aber Schweiz 16. Schweiz sind immer 2 Jahre mehr. Das darf ich nicht meinen Neffen erzählen. Der legt direkt los, Alter. Ja klar, der stimmt gleich auf seine Schwester zu. Ist ja eh bloß der Halbschwester. Beide unter 18, woo! Komm, Party hard, Tequila für alle. Allerdings, wenn du in, also bei, was steht hier? Wenn es schutzbefohlen ist, also zur Erziehung, Ausbildung, Betreuung oder in Lebensführung. Keine Ahnung, also ein Lehrer zum Beispiel darf erst mit 16 mit seiner Schülerin, also wenn die Schülerin 16 ist, mit ihr pennen und nicht schon mit 14, ja? Welche Schülerin will mit ihrem Lehrer ficken? Ach, da gibt's mehrere Weiber. Das ist aber Deutschland, Österreich ist 19 und Schweiz 18. 19? Und das für ein zufälliges... Ich lieg schon längst, ihr beiden Säcke. Was ist denn das für ein zufälliges Alter? Nee, das mit den, so in den Raum geklatscht. Ich finde es vor allem witzig, dass eine Schülerin ab 16 mit ihren Lehrer schlafen darf, weil normalerweise ist es doch Es ist ein No-Go, aber... Es ist technisch gesehen No-Go, aber wenn die Schülerin das macht, ohne dass sie irgendwelche Vorteile davon hat, weil in dem Fall wäre das dann egal, unabhängig vom Alter, komplett illegal. Wenn jetzt der Lehrer mit der Schülerin wirklich eine Beziehung hat, ja, dann ja, ist das ab 16 komplett erlaubt. Das ist aber doch ein Missbrauch von Schutzbefohlenen. Nee, ab 16 nicht mehr, weil ab 16 ist sie technisch gesehen klug, also... Warte, schlau reif genug, um das selber zu wissen. Es wird ja den Kindern, also den Leuten schon ab 14 zugesagt, dass sie klug genug sind, um zu wissen, mit wem sie pennen wollen und nicht. Wen nicht, ja. Oh Gott. Alter. Ich find's nur immer lächerlich. In meiner Playlist? Ich find's nur immer lächerlich, dass man mit 14 schon pennen darf, aber erst mit 16 Alkohol trinken. Ich hab mit 13 angefangen zu saufen, mit 16 war ich schon wieder fertig damit. Seitdem habe ich kaum was getrunken. Sagen wir es mal so, ich hab mit 16 richtig angefangen und ich bin immer noch dabei, aber ich bin noch kein Alkoholiker und ich will's auch nicht werden. Mal Alkoholiker ist immer so eine relative Sache. Es ist eine Sucht und daher ist es schwer zu definieren. Normalerweise erst wenn's dein Leben negativ beeinflusst. Also wenn du mal auf Alkohol verzichten musst und dann geht überhaupt nichts bei dir, weil dein Hirn komplett Grütze ist, ja, dann ist scheiße. Ja, dann bist du am Sack. Ja, dann bist du einfach abhängig. Gilt für alles andere, deswegen, man könnte schon behaupten, dass ich computerabhängig bin. Ja, vielleicht. Ja. Ich auch, aber ich will's nicht. In unserem Alter ist das heute nicht. Ja, wir sind relativ internetabhängig geworden heutzutage. Stell mal irgendeinen beliebigen Teenager ohne Handy irgendwo hin, ja. Der wird sich zu Tode langweilig. Stell allein nur mal meinen Gesellen ohne Handy irgendwo hin. Der geht wegen seinem Handy, ist in eine Dreiviertelstunde scheißen, weil der erstmal nur irgendwas am Handy am machen ist auf dem Klo. Ist immer noch besser als ein Kumpel von mir.
Wäre auch länger scheißen, wenn man nicht nach 20 Minuten die Füße anschlafen würde. Ja, das Problem kenne ich. Ein Kumpel hatte mal so einen Druck auf der Eier gehabt, der hat sich erstmal frühst um, ich glaube 9 Uhr so weiter war das, während der Frühstückspause, hat er gesagt, ich gehe jetzt erstmal scheißen. Der kam eine ganze Stunde nicht wieder, da hat er sich auf dem Klo erstmal ruhig gekeult. Auf der Arbeit. Der kam wieder, hat sich am Sack rumgefummelt und gesagt, Alter, das tat jetzt gut. Und wieso? Was hast du denn jetzt so lange gemacht? Ach ja, ich habe mir gerade, ich habe gerade irgendwie nichts. Wir dachten nur so, was? Dein Ernst, Alter. Ich war gerade horny. Was denn? Was muss das muss? Also ganz im Ernst, das ist schon ein bisschen krankhaft. Ah ja. Also in der Arbeit würde ich es auch nicht machen, aber manchmal früh morgens immer aufstehen und sich denken, ja, jetzt. Ja, natürlich, das kann ich verstehen, aber doch nicht auf der Arbeit. Warum nicht? Weiß ich nicht, okay, ich bin ein bisschen. Besonderen Reiz, Marco, ja. Echt? Ist genauso, als wenn du mit einer schläfst auf den Geburtstagsfeier von deiner Freundin. Ist doch lustig. Eiskalt. Nein, nicht eine feste Freundin. Ich meine jetzt die so eine Kumpeline. Ja, Olli. Ja. Wir wissen Bescheid, Olli. Wir wissen Bescheid. Ja, Schalke. Dein Geheimnis ist bei uns und deinen YouTube-Zuschauern sicher. Also meine Ex weiß, wovon ich rede, wenn sie das noch schaut. Glaube ich ja weniger. 21? Das Schlimmste ist natürlich dann, wenn sie dann zu dir dann auf einmal sagt, weißt du so, ich schlafe eigentlich nur mit dir, weil du immer so nett zu mir bist. Das ist schade. Was und? Hallo, ach ja und, weißt du, bist total verknallt in die Alte, weißt du, und denkst du... Ja gut, wenn du verknallt bist, dann... Und, sie, und dann du bist schon über ein Dreivierteljahr mit ihr... Hey Marco! Öfters mal am Schlafen Mama, und was weiß ich alles noch, weißt du, und sie sagt auf jeden Fall, ja, ich schlaf nur mit dir, weil... Ah, das sind Steine zum Aufgießen. Hauptsache erstmal das Thema wechseln. Ja, Marco war gerade da, ich wollte ihm meine Sauna zeigen. Ja, kann man verstehen, Olli, das ist dann wirklich ein bisschen kacke. Ne, klar. Nee, weil der erste Gedanke war Sex oder Gefühle, klingt doch geil. Ja, das ist aber genau gut, das, was ich sonst auch hast, immer dann... machen. Ja, das war doch die hier, die sich gemeldet hat, Flo. Hey, Froschi! Ah! Ja, genau, komm mit ihr mit. War das eben halt, dass ich bei einer Freundin eben halt auf der Party, weißt du, sie schon leicht angetrunken und sagt so einen Scheiß wie, ja, ich hab jetzt Lust und so weiter. Ich so, ja klar, komm, geh mal gleich hin, die guckt mich nur so an, weißt du, ich so, Mädel, das war ein Scherz. Und macht dann so eine schöne Bewegung mit der Zunge. Ich denk mal so, das macht's ja eh nicht, komm, geh mal hin und dann hat's es doch auf jeden Fall gemacht. Ich denk mal so, ja klar, warum nicht? Das Ding wurde dann eben halt, wenn sie dann später auf immer anfängt mit heulen, du fragst so, was los ist und die auf immer sagt, na, ich mache das alles nur, weil du immer so nett zu mir bist und ich dich nicht verlieren will, aber ich liebe meinen Freund noch und ich denk mir so, Mädel, fick dich. Bitch, you crazy? Marco, deine Treppe ist ein bisschen suboptimal. Und dann... Ja, wie kann ich das wegkriegen? Und dann wundert sie sich, warum ich den einen Tag ausgerastet bin. Waschi, du hast ein Brett vorm Kopf. Ah. Ja, no shit. Das ist ein Brett vorm Kopf. Machst du die wie machst du eigentlich die Quelle? Dieses heiße Bad, in Anführungsstrichen. Aber ich bin gerade ausgetimt, ja. Ja. Ich denke mir gerade, also du hängst da immer noch. Warum hängst du da noch? Ich bin ich bin noch drin. The fuck? Raus mit mir. Jetzt bist du raus. Jetzt bist du weg. Ja. Aber jetzt hat Steam mitbekommen, dass ich einen kurzen Disconnect war. Ach, da ist er wieder. Ich muss in 6 Minuten erstmal kurz die Aufnahme stoppen. Dann haben wir schon eine Stunde und 20 Minuten, Alter. Ich hab mir hier nochmal die eine Folge angeguckt. Mit Danny Wars, also die heute rauskam. Danny Wars, das Game. Ach, haben wir jetzt schon Computerspiel, Danny Wars? Ja, klar, und wie habe ich gesagt, ne, dann siehst du auf einmal dann die Haufen Flipskis rumfliegen und sich gegenseitig bekriegen. Du musst du mal angucken, da bist du schon wieder aufgegangen. What the fuck, Leute, was macht ihr hier? Ich baue! Ich sehe es schon. Ich korrigiere gerade Markus Stiege, weil sie mich ankotzt. Ja, wie du korrigierst meine Stiege. Bist du. Flo, du darfst dir deine Erfahrungspunkte wiedergeben. No shit, Sherlock! Scheiß englische Tastatur! Jetzt mal im Ernst! Und XW30L.
ist schon scheiße. Das ist und ist auch so der Kicker, Alter. Hey, Olli, ich seh dich. Scheiße, wenn der Bogen Schlag 2 hat, Alter. Das ist nicht eine geile Terrasse. Pustig. Ein Tourensohn, Alter. Du sammel dein Zeug ein. Weißt du, was mich am allgemeinen ankommt? Du schießt mich die ganze Zeit an. Irgendwann lass ich mir mal von dir eine Rüstung verzaubern, ne? Das ist ein Wahnsinn, Alter. Du hattest eh keine 30 Level und hast dir einfach 30 Level gegeben. Ich hatte genau 30 Level. Du Arschkopf. Ja, wo ist denn das jetzt? Mein Problem ist nach wie vor nicht die Level, sondern eher, dass meine Rüstung schon wieder zur Hälfte down ist wegen der. Ja, dann, oh, scheiße, mir fällt gerade ein, ich habe keinen Brustpanzer mehr. Ja, no shit. Wurde eben auch zerstört. Das wollte ich nicht. Eben ist gut gesagt, der ist schon seit einer Weile so. Ja. Sag doch, eben. Jetzt tu mal hier runter. Nur mal so, ich hab grad... Drück mal Tab, Marco, und dann siehst du mal meine Herzen an. Ist mein Herz, Marco, was soll der Scheiß? Was hab ich getan? Dass ich Fräuche aus den runtergekickt hab, das tut mir leid. Ich hab dich grad nicht runtergeschlagen. Wegen dir hängt der Block jetzt falsch. Da ist ein Witter. Hast du den jetzt gerade runtergeschmissen? Nee, ich hab bloß abgebaut. Olli, du bist schon wieder ein Arschloch Supreme, ja? Ich weiß. Geh und bau deinen Scheiß. Hast du nicht gesagt, du hast einen Haufen Zeug zu tun? Ja, hab ich, aber ich wollte gerade. Dann mach! Ich wollte doch nur mal kurz hier hingucken, weil ich wollte nämlich eigentlich mal kurz mit dir was reden. Mann, so meiner Meinung nach wäre es schöner, wenn du nicht die ganze Zeit gucken würdest, weil egal wo du hingehst, baust du Scheiße. Nein, ich will. Du willst doch hier so eine heiße Quelle machen, ne? Ja. Warum machst du es da nicht so, dass du den Boden mit Glas austauscht und unter dem Glas machst du Lava hin? Ja, chill mal, ich hab eh vor, Lavaquellen überall hinzumachen, aber das da noch. Ah, okay. Sonst? Geh mal in die Sauna und sag mir, was du davon hältst. Warst du schon mal in der Sauna? Sieht aus wie eine Sauna. Wunderbar. Ich würde aber lieber einen Kessel anstatt einen Steinblock hinmachen. Nee, Steinblock ist cooler. Der hat sowas Stylisches. So ich kann außer ich könnte einen Stein in den Kessel reinmachen, das wäre natürlich besonders cool. Mach ein Itemframe oben drüber und mach einen Stein drin. Oder man Itemframe vertikal machen könnte, würde ich es tun. Boost! Danke. Halbes Leben verloren, Fallschaden. Soll auch nicht boosten, nicht wahr? Boah, da ist eine Ecke! Unglaublich! Woanders, da war das. Vor allem, ich hab dir doch letztens eine Rüstung gemacht. Arschkopf. Na, du willst sie doch nicht anziehen. Eine Rüstung gemacht. Leder ist keine Rüstung, Leder ist Gewand. Na, hab ich hab dir schöne Anziehklamotten gemacht. Hm. Und den knalligen Pink. Schön. Ich finde den Raum gar nicht mal so schlecht. Kannst die ganze Zeit verzaubern, kannst du dann noch Zeug zusammenschmieden. Hab extra noch zwei Ambusse drin gepackt. ZZZ. Ja, kannst du auch, wenn du willst, dann mal bei mir gucken. Bei mir, ich habe meine Küche erstmal fertig gemacht. Also, wo hänge ich denn? Dafür bin ich hier. Meine Eltern hätten mir die Küche nicht geben dürfen. Die Ferrero-Küche. Immer so schnell weg, ne? Hm. Ich mag nur Schokolade. LOL! War das? Ich hab nochmal das Strafgesetz offen. Hm? Was siehst du dir jetzt durch? Sex zwischen einem Mann über 18 und einem Mann unter 18 ist illegal. Hey, scheißegal auf den ganzen anderen Zeugs, ja, mit dem 14er und was auch immer. What the fuck? Und bei Frauen ist das ab 16. Lesbisex erst ab 16, aber what the Willkommen bei den christlichen Demokraten. 18 CDU. Jahre in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz natürlich 20, weil brauche ja länger. So. Ich bin bloß gerade am Überlegen. So, ich wollte da unten den Raum fertig machen, den habe ich jetzt gemacht. Wir beenden mal kurz die Folge erstmal.
Ja, okay. Und dann im nächsten Muss habe ich noch kurz was zum Sexualstraftat zu tun. Okay. Spoiler. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Ja. Yeah.